Hallo liebe MOBA-Freunde, heute gibt es unter anderem ein kleines Unboxing-Video. Ich hatte mir noch einige Häuser bestellt für die MOBA, weil wir können jetzt den langsam anfangen, den Stadtbereich auszugestalten. Ich hatte das Päckchen schon mal geöffnet, weil das dann einfacher zu filmen ist. Gott sei Dank ist diesmal auch alles mitgekommen, so dass nicht mehrere Kartons verschickt werden müssen. Ja, was haben wir denn hier Schönes? Den Lockenschuppen zweimal, wobei ich hier raus einmachen werde. Jetzt folgen dann die Häuser für die Stadt. Einmal die Post, die Bushaltestelle. Dann einen Lokschuppen. Inklusive zwei Erweiterungssets. Dann einmal das Geschenk von DM Toys, die marode Betonmauer, doppelte Ausführung. Dann einmal einen kleinen Haltepunkt, der oben rechts zum Berg gebaut werden soll. Eine kleine Jagdhütte mit Hochsitz und einen kleinen Portalkran. Dann nochmal zwei Wohnblöcke. Und damit die Preise dann auch schön shoppen gehen können, einen kleinen Edeka-Markt. Außerdem ist der zweite Wendel endlich fertig. Dem Gleisanschluss hier unten. Die fahren die Loks dann aus dem Bahnhof hoch. Entweder durch den Bahnhof, der hier oben ist, oder außenrum. Dann geht es hier über den kleinen Viadukt. An dem kleinen Haltepunkt und dem Ausweich gleich vorbei. Über den Wendel wieder runter. Zum Bahnhof. Mehr hat sich momentan noch nicht auf der Anlage getan. Im Bahnhof sehen wir die 18201, die analoge Gerd netterweise für mich wieder instand gesetzt hat.